Murbach, eine 11.000 Einwohner zählende Gemeinde im rheinland-pfälzischen Hunsrück gelegen, war bis zur Jahrtausendwende bestenfalls bekannt als größtes amerikanisches Munitionsdepot auf europäischem Boden. Seit einigen Jahren nun verfolgt Murbach ein bemerkenswertes Ziel, nämlich die völlige Energieautarkie bis ins Jahr 2020. Außerdem soll der CO2-Ausstoß bis dahin unter 50% mit dem Bezugsjahr 2000 sinken. Hier in Murbach gab es einen ganz entscheidenden Faktor, der diese Idee überhaupt erst möglich werden ließ. Wir hatten 146 Hektar Gelände, das die Amerikaner an uns übergeben hat. War ja 50 Jahre lang das größte Munitionsdepot der Amerikaner in Europa. Wir hatten dann zunächst vor, dort ein touristisches Konzept hineinzubringen. Ein Feriendorf war damals in aller Munde, war überall gewünscht. Und just in diese Zeit hinein, weil auch kein Investor kam, kamen weitere Überlegungen und auch die ersten Interessenten, hier Windkraftanlagen zu errichten. Wir hatten diese Fläche dann immer außen vor gelassen, weil wir ja den Tourismus dorthin bringen wollten. Andere Flächen waren aber nicht so geeignet in der Gemeinde. So haben wir uns dann irgendwann dieser Fläche zugewandt, haben sie auf Windhöfigkeit hin untersucht, haben dann aber gesagt, und das war der entscheidende Schritt, von Anfang an gesagt, wir wollen nicht nur Geld mit Windkraft verdienen, sondern wir wollen einen nachhaltigen Energiemix schaffen. Und das ist wohl selten so umfassend und vorbildlich gelungen wie hier. Windkraft, Photovoltaik und Biogasanlagen sind die zentralen Elemente der Murbacher Energielandschaft. Ja, wir haben 14 Windkraftanlagen in der Energielandschaft mit 2 Megawatt Nennleistung, also insgesamt 28 Megawatt Nennleistung, die insgesamt um die 40 Millionen Kilowattstunden pro Jahr produzieren. Dazu kommt mittlerweile eine 1,1 Megawatt Photovoltaikanlage und dazu eine Biogasanlage, die bestückt wird aus Rohstoffen aus der Region. 15 Landwirte bedienen diese Biogasanlage und insgesamt erzeugen wir in der Energielandschaft mittlerweile ca. 55 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Nur noch mal zum Nachrechnen. 55 Millionen Kilowattstunden pro Jahr werden bereits mit den Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung produziert. Das ist schon jetzt wesentlich mehr Strom, als die 11.000 Einwohner der Gemeinde Murbach überhaupt benötigen. Nun gehört zu einer echten Energieautarkie natürlich auch die Versorgung der Industriekunden. Aber auch dieses Ziel ist in den kommenden 11 Jahren bis 2020 realistisch zu erreichen. Natürlich nur dann, wenn starke Partnerschaften dies möglich machen. Der expandierende Industriepartner und Investor in Murbach ist die Firma Juwi, die gemeinsam mit der Gemeinde Murbach bereits den deutschen Solarpreis 2007 entgegennehmen konnte. Juwi ist nicht nur ein Unternehmen, klar sind wir auch, wir müssen auch gute Geschäfte machen, aber wir haben darüber hinaus ein großes Ziel, das sind die 100% erneuerbare Energien. Wir sind davon fest überzeugt, dass man 100% erneuerbare Energien in der Stromversorgung nicht nur in ferner Zukunft erreichen kann, sondern schon jetzt. Weiterer Partner in der Murbacher Energielandschaft ist ein Blockhausbauer, der für den Bau seiner Häuser den nachwachsenden Rohstoff Holz aus der Region und damit aus nachhaltigem Anbau verwendet. Blockhäuser werden zunehmend auch in Deutschland gebaut. Zum einen, da der Werkstoff Holz seit Generationen nachhaltig angebaut wird, zum anderen, weil ein Blockhaus niedrige Heizkosten, ein behagliches Wohnklima und baubiologische Vorteile bietet. Und die Abfälle, also Rinde, Sägespäne und Restholz, werden vor Ort energetisch genutzt. Um den regenerativen Energiemix vollständig zu machen, fehlen nur noch Holzhackschnitzel und Pelletproduktion. Und die finden sich natürlich auch in Murbach. Aber kommen wir zur Murbacher Strategie. Die besteht aus den Bausteinen Leitbild, Energielandschaft und Energietourismus. Ja, man will tatsächlich Energietouristen anlocken. Als wir anfangs das Projekt auf den Tisch gelegt haben, damals schon gesagt haben, mit Windkraft wollen wir auch Tourismus nach Murbach bringen, sind wir ausgelacht worden. Denn jeder hat gesagt, um Gottes Willen, die Landschaft wird sich so verändern, kein Tourist wird sich mehr nach Murbach fahren. Allerdings durch dieses nachhaltige Konzept, durch diesen Energiemix und dadurch, dass es relativ einmalig ist, was wir hier in Murbach zeigen an einer Stelle, hat es sich ganz andersrum entwickelt. Aus 55 Ländern hatten wir schon insgesamt 16.000 Besucher. Und wie groß wird der Ansturm erst werden, wenn das Infozentrum eröffnet ist und erstmals Energietourismus-Marketing betrieben wird? Spätestens dann wird man die blühenden Murbacher Energielandschaften in alle Welt exportieren.